Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meiner Let's Play-Serie von Commander Keen in Invasion der Vorticons, Episode 2, die Erde explodiert. Ja, wir haben das letzte Mal Episode 1 beendet, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Wir hatten einen kleinen Ausflug auf den Mars gemacht, sind da Bruch gelandet, mussten ein paar Ersatzteile für unser Raumschiff finden und auf dem Heimweg sind wir dann an einem an dem Mutterschiff der Vorticon vorbeigeflogen, das direkt neben der Erde geschwebt hatte. So, nachdem wir kurz zu Hause unseren Eltern mal einen Besuch abgestattet haben, damit sie denken, dass wir schön brav im Bett schlafen liegen, sind wir dann wieder aufgebrochen zu diesem Mutterschiff. Und auf diesem Mutterschiff sind wir jetzt eingebrochen, sozusagen. Wir haben uns da mit ein paar Explosivstoffen einen Weg ins Mutterschiff reingebahnt, haben vom Mars noch ein paar Baupläne. Deswegen wussten wir, wo wir angreifen können. So, und jetzt sind wir hier auf diesem Mutterschiff. Wir haben festgestellt, dass dieses Mutterschiff vier Strahlenkanonen hat, die alle vier auf große Städte der Erde gerichtet sind. Die ganzen Strahlenkanonen werden angetrieben von, wenn ich das richtig im Kopf habe, der großen lila Weltraumamöbe. Und wir müssen jetzt die vier Kontrollräume finden und diese Todesstrahlen zerstören. Oder ausschalten zumindest. Und was uns auch noch bekannt ist, dass die Vorticons von dem großen Intellekt gesteuert werden, das sich auf dem Hauptplaneten, auf dem Heimatplaneten Vorticon 6 befindet. Allerdings ist das jetzt noch nicht von Interesse, denn wir müssen erstmal die Erde retten. So. Und da fangen wir gleich mal an. So, wir haben hier natürlich wieder eine Strahlenkanone. Diesmal haben wir die von irgendwelchen Vorticon-Soldaten abgenommen. Und ja, hier haben wir wieder irgendwelche Roboter, die uns hin und her schieben. Das Ganze sieht diesmal ein bisschen bunter aus. Wir sammeln wieder Süßigkeiten ein und bekommen dafür Punkte. Und, das war knapp. Hochspannung tut dem Billy nämlich gar nicht gut. Und die Säure selbstverständlich auch nicht. Ja, da wollte ich nicht hin. Hier oben wollte ich hin. Ja. Und da sammeln wir hier noch ein paar Punkte ein. Auch wenn wir das eigentlich nicht brauchen. Und da haben wir dann das Level gelöst. So, dann. Und wie ich sehe, ist der Ton gerade laut. Den werde ich mal kurz umstellen und bin dann gleich wieder zurück. So, Ton ist umgestellt. Der sollte jetzt das also in der Tonspur nicht mehr so laut sein. Und dann können wir uns auch gleich an das nächste Level machen. Und zwar hier unten, wenn ich mich richtig erinnere, ist das bereits die erste Kontrollstation von diesen Strahlenkanonen. Aber das werden wir gleich rausfinden am Ende vom Level. So. Dieses Vorticon-Mutterschiff sieht insgesamt etwas gefährlicher aus. Wow. Gefährlicher als die Levels im Mars und deswegen bin ich auch schon das erste Mal gestorben. So, das ist nicht gut. Eigentlich wollte ich mir nämlich diesen Teddybär da holen. Der gibt nämlich, glaube ich, ganz viele Punkte oder sogar ein Leben. Das weiß ich gar nicht mehr.
kann ich nur hoffen, dass ich hier nicht am Ende gar das Spiel gar nicht mehr fertig schaffe. Weil ich keine Leben mehr habe. Das wäre natürlich ganz blöd. Nein, 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 nein. Aha, ein Vortikon. Allerdings einer von den normalen Vortikon-Soldaten, die nur einen Schuss brauchen, um besiegt zu werden. So nah und doch so fern. So, da habe ich mein Leben wieder. Und wenn ich mich richtig erinnere, können wir hier auf den Cola-Dosen... Nein, das sind keine Cola-Dosen, das sind irgendwelche Vortikon-Getränke. Aber wir können darauf stehen. So. Und hier unten ist einer der fiesesten Gegner aus diesem Spiel. Nämlich wieder der Roboter, den man nicht erschießen kann. Deswegen müssen wir da auch gar nicht hingehen, sondern versuchen es direkt mit dem Exit. So. Und diesmal versuche ich da oben auch noch an das Leben ranzukommen. Eins reicht mir. Und auch das zweite Level haben wir damit geschafft. So. Aber wir haben gesehen, hier unten, da ist keine Feuerkontrollstation. Ah, wenn ich mich richtig entsinne, steht hier im galaktischen Alphabet der Name der Stadt, auf den diese Waffe hier gerichtet ist. Das war knapp. Ja. Also hier im zweiten Teil, in der zweiten Episode von Commander Keen, ist es teilweise schon, muss man sich schon mehr überlegen, wo man hingeht. Ah, und jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Da hätten wir nämlich ganz viele Punkte absahnen können. Ah, doch, können wir. Haha. Wenn ich mich jetzt beeile, dann können wir hier nämlich hochgehen. Da gibt es ganz viele Punkte. Wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon sehr lange her, dass ich das zum letzten Mal gespielt habe. So. Und hier haben wir einen Lichtschalter. Der macht das Licht aus. Und das hat als Auswirkung, dass die Supergegner aus dem Commander Keen-Teil hier nicht mehr springen können. Was uns sehr von Vorteil wird. Diese kleinen Gegner da unten sind auch recht fies. Die betäuben einen nämlich. So. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Hat gar nicht mal so lange gedauert. So, und dann haben wir hier das zweite Leben. Und da unten rechts hat man schon gesehen, die Sicherung von der Strahlenkanone, die auf die Erde gerichtet ist. So, lass mich gehen! Böser kleiner Hund. Nein, eigentlich sind das Vortikon-Kinder, die so lebhaft hier hin und her rennen und springen. Aber als ich das damals als Kind gespielt habe, dieses Spiel, sahen die für mich immer aus wie Hunde. Deswegen sind das jetzt immer noch Hunde für mich. So, und da haben wir nämlich die Gegner. Die Gegner, wollte ich gerade sagen. Und wir brauchen zum Glück nur 3 Schuss. Und dadurch, dass ich das Licht jetzt gerade ausgeschaltet habe, konnte er nicht mehr springen. So, ein Stück Kuchen noch. Ups. Ja, das war wohl nichts. Ich dachte, ich dachte, dass dieser Schalter die Waffe deaktiviert. ja, da habe ich wohl die Erde zerstört. Das tut mir jetzt ganz doll leid. Ja, dann würde ich mal sagen, fange ich ein neues Spiel an.
Und ich melde mich zurück, wenn ich wieder in dem Level bin, wieder bis zu diesem Level gespielt habe. Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich bin jetzt kurz vor der Stelle, wo der Gegner, der drei Schuss braucht, mir entgegenkommt. Für mich sah der früher immer so ein bisschen aus wie ein Ninja Turtle. So, und da haben wir den auch wieder besiegt. So. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie ich hier vorbeikomme. Ich glaube, da muss ich irgendwo anders lang. Wow, das ist gefährlich. Einer von diesen Schlawinern irgendwo, ha, außerhalb, kann immer einen Tod bedeuten. Tja, auf dem Schild steht irgendwas Hilfreiches, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings habe ich mir das intergalaktische Alphabet noch nicht übersetzt. Deswegen kann ich es nicht lesen. Aber ich mache einfach mal wieder das Licht aus. An, nicht aus. Aus war es vorher schon. Und will mal gucken, ob ich doch hier unten irgendwo langkomme. Aber nein, es sieht nicht so aus. Also, dann muss ich da irgendwie da oben langkommen. So. Hier ging es runter. So, es reicht. Also auf jeden Fall ist das London hier, was angegriffen wird. Und ich glaube, ich muss hier irgendwie drüber. Nein. Ah, ha. Ja, so war es doch. Man muss die Sicherungen kaputt schießen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich muss da mit dem Pogo-Stab draufspringen, aber das kommt erst in der fünften Episode von Commander Keen. So war das Ganze nämlich. Und damit habe ich jetzt ausnahmsweise dann mal die Welt gerettet. Und da die Zeit jetzt so langsam auch schon wieder vorbei ist, würde ich sagen, beende ich hiermit diese Episode. Ich verabschiede mich damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schaut doch auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Macht's gut!